Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling, ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Sedisvakantist. Wir haben heute den 4. März 2016. Ich habe schon mehrere Texte und Videos veröffentlicht zum Thema Ernährung. Und weil ich in letzter Zeit wieder danach gefragt wurde, habe ich heute eine kleine Notiz geschrieben. Diät für Einsteiger, schlank werden und schlank bleiben. Also bei den ganzen Vorschlägen, Empfehlungen und so weiter zum Thema Ernährung ist natürlich ziemlich schwierig, nicht nur die Übersicht zu behalten, sondern vor allem einen Einstieg zu finden. Also manche sagen, das Gewicht ist sowieso genetisch festgelegt oder das hängt mit irgendwelchen anderen Faktoren zusammen, auf die man nahezu oder gar keinen Einfluss hat. Dann ist es natürlich richtig, dass die Ernährung eine individuelle Angelegenheit ist. Das heißt also, was für den einen wirklich gesund sein kann, kann für den anderen wirklich ungesund sein. Was der eine gut verträgt, kann der andere überhaupt nicht vertragen. Aber es gibt in der Tat sogenannte gesunde Lebensmittel, also solche, die von sehr vielen Menschen sehr gut vertragen werden und die auch sehr gesund, also sehr gesundheitsförderlich für viele Menschen sind. Und deswegen habe ich eben so eine kleine Zusammenstellung von nur 4 Lebensmitteln mal genannt. Die kann man ausprobieren. Damit kann man sich erstmal einen Überblick verschaffen, ob man mit diesen Lebensmitteln gut zurechtkommt. Und zwar sind das erstens Äpfel, zweitens Haferflocken, drittens Walnusskerne, das jeden Tag. Und viertens zweimal die Woche Ölsardinen, also eine Dose Sardinen in Öl. Wie kommt man jetzt zu seiner richtigen persönlichen Ernährung? Also der erste Schritt ist, man sollte sich darüber im Klaren sein, wie viel man überhaupt wiegen sollte oder möchte. Zum Beispiel die Broca-Formel geht davon aus, Körpergewicht minus 100, also in Zentimetern minus 100, das heißt, also, wenn jemand zum Beispiel 1,80 Meter groß ist, dann wären das also 80 minus 10%, 10% von 80 sind 8, also 80 minus 18 sind 72, ein 180 cm großer Mensch sollte dann also ein Zielgewicht von 72 Kilogramm haben. So, wenn man dieses Zielgewicht jetzt also praktisch bestimmt hat, also ernährungsweise bestimmt hat mit 72 Kilo, dann fragt man sich, wie viele Kalorien braucht man. Also manche sagen ja, dass Gewicht überhaupt nichts mit Kalorien zu tun hätte. Das ist also wirklich Unfug. Also im Wesentlichen gilt schon, eine Kalorie ist eine Kalorie. Ob die nun aus Eiweißen, Fetten oder Kohlenhydraten gezogen wird. Gut, es hat schon einen gewissen Einfluss, wie die Zusammensetzung ist. Das ist schon vollkommen richtig, aber im Grunde bleibt schon unterm Strich stehen, eine Kalorie ist eine Kalorie. Gut, also jetzt haben wir gesagt, 72 Kilogramm soll man wiegen. So, dann muss man eben gucken. Es gibt eben verschiedene Formeln, wie man das ausrechnet. Also die bekannteste, die auch wohl auch am häufigsten gebraucht wird, ist die von Harris und Benedict. Es gibt neuere von Mifflin St. George oder St. George. Die ist aber sehr ähnlich im Ergebnis. Also nehmen wir mal an, also diese Person von 180 cm, die 72 Kilo wiegen möchte, wäre 30 Jahre alt und hätte eine leichte Tätigkeit, also überwiegend sitzende Tätigkeit, wie zum Beispiel Büro. Dann würde diese Person als Mann pro Tag etwa 2280 Kilokalorien und als Frau 1990 Kilokalorien zu sich nehmen müssen, um dieses Gewicht zu halten. Wenn man also mehr wiegt, ja, und man nimmt eben diese Kalorienmenge dann täglich zu sich, dann nimmt man ab, weil man ja als schwererer Mensch eben mehr Kalorien brauchen würde, um sein Gewicht zu halten. Und das ist eben der Sinn der Sache. Also der erste Schritt ist, dass man sich nicht irgendwelche
völlig utopischen und völlig abwegigen Ziele setzt bei der Kalorienzufuhr, sondern man sollte im Grunde direkt damit anfangen, so viel Kalorien zu sich zu nehmen, wie man braucht, um für sein Zielgewicht, also für sein Wunschgewicht. Man hat also von Tag 1 immer den Kalorienbedarf gedeckt für sein dauerndes Gewicht, also in diesem Fall also diese 72 Kilogramm. Also wenn man jetzt also diese Vorstellung hat von ungefähr 2000 Kilokalorien, dann kann man eben gucken, wie verteile ich das auf Äpfel, Haferflocken und Walnusskerne. Also zum Beispiel, wenn man an einem Tag einen Apfel isst, der hat ungefähr 90 Kilokalorien. 200 Gramm Haferflocken, die haben ungefähr 57 Kilokalorien und 150 Gramm Walnusskerne, hat etwa 1000 Kilokalorien. So, dann hätte man pro Tag ungefähr 1850 Kilokalorien. Und wenn man dann noch zweimal die Woche dieser dienenden Öl dazu nimmt, hat man eben an den Tagen jeweils gut 2200 Kilokalorien. Natürlich, also nicht jeder Apfel wiegt genau 170 Gramm, das ist schon richtig. Und man kann also auch gerade bei Walnusskernen, weil die ja so pro Stück ungefähr 3 Gramm wiegen, auch nicht immer exakt 150 Gramm da abmessen. Also soll man sich mal schon mal keine grauen Haare überwachsen lassen. Dann, wie isst man das? Also einen Apfel isst man einmal am Tag, ziemlich unproblematisch. Dann Haferflocken und Walnusskerne. Meines Erachtens ist es auch unproblematisch, eben beides, Flocken und Kerne, in eine Schüssel zu schütten, etwas Wasser dazu, also Leitungswasser, und dann essen. Meines Erachtens schmeckt das sogar sehr gut. Und eben, wenn man da keine Unverträglichkeiten hat, sollte man damit wirklich gut zurechtkommen. So, Ölsardinen sind auch eine tolle Sache. Die werden zwar meistens in Sonnenblumenöl angeboten. Man kann natürlich sagen, ja, Sonnenblumenöl ist schlechtes Öl, aber es ist ja nur sehr wenig Sonnenblumenöl und das kann man normalerweise auch verkraften. Also wie gesagt, jeder Mensch ist anders, nicht jeder verträgt alles, aber sehr viele sollten das eigentlich sehr gut vertragen können. Viel würde so ein Speiseplan kosten, pro Tag 4 Euro. Also ich glaube, beim jetzigen Hartz-IV-Satz ist das also etwa, also ist noch drunter unter dem, was man von Hartz IV bezahlen könnte. Ich glaube, das liegt bei 4,60 Euro oder 4,70 Euro pro Tag. Das müsste man also auch finanziell durchaus hinbekommen. Noch zwei Anmerkungen. Erstens, ich habe mal eine Liste zusammengestellt und die wurde auch veröffentlicht im Internet. Und zwar kann man die momentan jedenfalls noch auf der Adresse speisekarte.ml, also www.speisekarte.ml, sich anschauen. Das ist eine ODT, also im Open Document Text Format geschriebene Tabelle. Also die wird nicht im Browser angezeigt, jedenfalls momentan nicht, bis das Format soweit unterstützt ist. Aber wer zum Beispiel LibreOffice oder OpenOffice oder wahrscheinlich auch Microsoft Word hat, der sollte die Datei öffnen können und dann kann er eben gucken, wie viele Kilokalorien jeweils die darin genannten Lebensmittel haben. Da sind natürlich nicht nur Äpfel, Haferflocken und Walnusskerne und Sardinen aufgeführt, sondern eben auch Chia zum Beispiel, was ich persönlich für gut halte. Dann auch als Negativbeispiel, wenn man so möchte, ein Stück Marzipantorte. Das ist also der eine Hinweis auf diese Seite Speisekarte ML mit dieser Tabelle. Das andere, also manche, zum Beispiel auch Bodybuilder, essen meinetwegen einmal die Woche etwas, von dem sie ganz genau wissen, dass es also für ihren Körperbau, für ihre Gesundheit nicht wirklich zuträglich ist. Also zum Beispiel Pizza oder eben auch Kuchen oder Schokolade. Also das kann man durchaus auch machen. Einmal die Woche zum Beispiel 100 Gramm Vollmilchschokolade essen zum Beispiel. Wovor ich nämlich warne, ist, dass man
in irgendwie eine zu strenge Ernährungshysterie verfällt. Also dass man praktisch sich ganz um das Essen nur in seinen Gedanken bewegt, in irgendeiner Weise, also entweder weil man permanent Hunger hat, was man eigentlich nicht haben sollte, wenn man jeden Tag seine notwendigen Kalorien zu sich nimmt, oder dass man das praktisch so wie eine Religion zelebriert, die Ernährung. Und das ist eben keine Religion, die Ernährung. Körperkult, der eben auch bei Bodybuildern leider manchmal etwas anzutreffen ist, ist also auch nicht gut. Und außerdem, wer also immer nur streng zu sich ist, der wird auch möglicherweise zu streng gegenüber anderen werden. Der wird möglicherweise mit sich und auch mit anderen schnell unzufrieden und wird dann möglicherweise auch griesgrämig. Und das ist sicherlich nicht christlich. Und dann natürlich solche Fehlformen wie Orthorexie, also der Gedanke, immer nur sich gesund ernähren zu müssen, und Magersucht, also die permanente Mangelernährung, die sind natürlich lebensgefährlich und von daher unbedingt abzulehnen. Also wie gesagt, das, was ich hier genannt habe mit Apfel, Haferflocken, Walnusskern und dann gegebenenfalls noch Ölsardinen, ist eine Einstiegsmöglichkeit für viele Personen, nicht für jeden, aber wer immer sich da mit beschäftigen möchte, es gibt meines Erachtens für sehr viele Menschen die Möglichkeit, schlank zu werden und schlank zu bleiben. Und auch wenn das jetzt mit diesem Weg also nicht funktionieren würde für jemanden, man sollte sich da nicht entmutigen lassen, sondern wirklich nach einer Möglichkeit suchen, um möglichst lange, möglichst leistungsfähig zu bleiben.